Seid mir gegrüßt. Heute geht es um die Redensart etwas vom Leder ziehen. Und los geht's. Etwas vom Leder ziehen. Diese Redensart geht auf Bewaffnung von Soldaten, die ja meist Hieb- und Stichwaffen trugen, zurück. Diese Waffen, waren es nun Messer, Schwerter oder Dolche, wurden, falls sie nicht gerade auf dem Schlachtfeld gegen den Feind geschwungen wurden, in ledernen Scheiden aufbewahrt. Hierbei ist es egal, ob es sich um eine mit Leder ummantelte Holzscheide oder eine Scheide nur aus Leder handelte. In den Scheiden waren die Waffen sicher verstaut und der Träger oder andere umherstehende Personen konnten sich nicht an den scharfen Klingen verletzen. Zog ein Krieger allerdings nun seine Waffe aus dem Leder, um sich gegen einen bevorstehenden Kampf oder Angriff zu schützen, wurde es gefährlich. Denn der Einsatz dieser Waffen endete meist damit, dass einer der beiden Kämpfenden starb. Wenn heutzutage jemand was vom Leder zieht, wird damit gemeint, dass sich dieser verbal scharf äußert. Falls es nun einige von euch gibt, die wissen wollen, wo ich meine Informationen hier zu den Redewendungen und der Wortkunde her habe, ich verlinke euch unten in der Beschreibung noch ein Buch. Hier als kostenlose Werbung sozusagen. Und nun bleibt mir nichts anderes zu sagen wie auf Wiederhören und bis demnächst. Macht's gut.